Ja, wir haben es gerade angesprochen, 4 englische Wochen, gut rausgekommen. Heute 4:1, man hat jetzt den richtigen Weg gefunden in der Mittelrheinliga. Ja, definitiv. Das Spiel, denke ich mal, absolut verdient gewonnen, auch in der Höhe. Haben, glaube ich, noch 600-700-prozentige liegen lassen. Müssen nach dem, oder vor dem 1-0, müssen wir eigentlich schon 2-3-0 führen. Ja, mache ich meinem Torwart keinen Vorwurf, ist ein junger Torwart, ja, ja. Hält uns aber dafür heute auch nochmal 2-3 überragende Dinge, als ein Lernprozess. Aber wie wir als Mannschaft darauf reagiert haben, das ist der richtige Weg. Und wir entwickeln uns stetig, das ist ein gutes Zeichen. Auch die Jungs, die von der Bank kommen, sind direkt da und das macht uns stark. In der Halbzeit, was wurde in der Halbzeit besprochen? Weil das Gesicht in der zweiten am Anfang sah schon ganz anders aus. Man hat ja auch gewisse taktische Maßnahmen vorgebeugt, sag ich mal, in der Halbzeit. Man saß ja, der Torjäger wurde nämlich eingewechselt. War das vorher schon als abgesprochen, weil die Spieler vorher müde gelaufen worden sind von Hürth? Also erstmal haben wir eigentlich in der Halbzeit, oder habe ich den Jungs in der Halbzeit gesagt, heute brauchen die keinen Trainer, der großartig analysiert. Wir müssen genauso weiterspielen, wir waren drückend überlegen. Wir müssen dann nur die Dinger machen. Und das Gefährliche natürlich, umso länger man das Ding nicht macht oder noch 2-3 liegen lässt, ja, ist natürlich auch eine Kopfsache. Aber wir haben natürlich dann mit Walle auf der Bank enorme Qualität. Ja, er hat jetzt zweimal nicht von Anfang an gespielt, dafür hat Voller gespielt, er war heute ein bisschen glücklos im Abschluss. Aber das macht uns halt stark, wie gesagt. Ja. Der Leon-Doppelerfolg, ne, Valerius, also ist ja alles, sag ich mal, im grünen Bereich für die kommenden Aufgaben, oder? Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben natürlich am Anfang der Saison, am zweiten Spieltag gegen Merten, direkt einen Dämpfer bekommen, der uns vielleicht ganz gut tat. Aber seitdem ziehen die Jungs gut mit, setzen die Dinge gut um. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir als Mannschaft immer enger zusammenrücken und dass die Jungs verstehen auch, es können immer nur 11 spielen, wir haben einen großen Kader. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe. Das ist die Hauptaufgabe vom Trainer, die Bank immer bei guter Laune zu halten. Das selbst gerade angesprochen. Ne? Qualität auf der Bank ist ja fast genauso wie die auf dem Spielfeld. Genau, da kam natürlich der Pokal uns jetzt zugute, dass wir da immer wieder rotieren konnten. Man muss aber auch sagen, die Jungs, die dann im Pokal die Chance bekommen haben, haben es auch genutzt, haben sich immer wieder präsentiert und aufgedrängt. Und das macht uns, wie gesagt, ich sag's nochmal, das macht uns stark, dass wir so einen Kader haben. Und wenn wir dann wirklich im oberen Drittel oder obere Hälfte uns festsetzen wollen, dann brauchen wir jeden Einzelnen. 5 Spiele jetzt, 9 Punkte. Ja, 5 Spiele, 9 Punkte, Pokalfinale, ich denke, das kann sich sehen lassen, aber ja, Fußball ist ein Tagesgeschäft, nächste Woche müssen wir nach Siegburg, ich weiß jetzt noch nicht, wie die gespielt haben in Beek, vielleicht sind sie immer noch punktverlustlos, so, und dann sind wir die erste Mannschaft, die halt da mal einen Punkt holt oder 3. Ist natürlich ein großes Plus für den Trainer, selbst angesprochen, so eine Qualität auf der Bank zu haben, man kann rotieren ohne Ende, ne? Man kann auch schon mal eine Verletzung wegstecken. Ja, definitiv. Man muss auch berücksichtigen, dass der Sylo jetzt die letzten 5-6 Wochen ausgefallen ist. Er mit Walle zusammen, glaube ich, haben letztes Jahr fast 60-70 Scorerpunkte gemacht. Aber auch die Jungs, die jetzt aus der Landesliga dazugekommen sind, noch junge Spieler, die drängen halt auch auf die Startelf. Und das ist halt unsere Aufgabe im Trainerteam, die Jungs bei Laune zu halten, auch immer wieder fair die Chance zu verteilen. Und dann gucken wir mal. Gerade angesprochen, als Aufsteiger in der Mittelrheinliga, selbst gesagt, im oberen Drittel will man sich festlegen. Also hat man doch schon gewisse Ziele im ersten Jahr in der Mittelrheinliga. Ja, was heißt, man redet nicht vom Abstieg. Nein, was heißt Ziel? Ich meine, man muss natürlich schon den Kader berücksichtigen. Und es ist schon klar, dass wir natürlich auch aus der Liga oder auch mit Mike in Jahren aus der Regionalliga Spieler bekommen haben. Aber das ist unser eigener Anspruch innerhalb der Mannschaft. Klar, der Verein will sich natürlich in der Liga etablieren. Aber ob du dann am Ende als Zwölfter drin bleibst oder als Vierter, Ergebnis ist das gleiche. Aber wir selber haben uns natürlich Ziele gesetzt.